Einen schönen guten Tag, liebe Pinselführer. Willkommen zurück bei Alan Wake 2, dem DLC The Lighthouse. Jetzt geht's weiter. Wir sind das letzte Mal hier angekommen im dritten Stockwerk und jetzt schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Was wir vielleicht noch für Informationen finden oder die Schlüsselkarte, die wir brauchen, um an diese Waffe zu kommen. Es gab eine mal Rüstung gucken. Draußen. Die Mamons hatten den See hereingelassen. Schreibmaschinen? Oh, lass das nicht das sein, wofür ich es halte. Oh doch. Wie Sie schon wissen, vertragen sich Schreibmaschinen und Cauldron Lake nicht. Und ein Raum, der voll von ihnen war? Das war eine schlechte Nachricht. Wir haben nur eine Schlüsselkarte Stufe 1. Das bringt also hier nicht viel. Vielleicht haben wir hier noch irgendwie hinten was. Da kann ich rein. Da haben wir noch was. Project Arbutus. Forschungsbericht. Antwort: Inhalt des Wake-Manuskripts. Wir fanden nun Seiten eines Manuskripts, das höchstwahrscheinlich von Alan Wake verfasst wurde, einem Para-Utilaria und Verdächtigem in früheren Fällen, die mit dem AWE am Cauldron Lake in Verbindung stehen. Ich halte mich und meine Voreingenommenheit eigentlich aus meiner Arbeit heraus. Doch muss ich hier eine Ausnahme machen, damit der Sache nachgegangen wird. Oh, Entschuldigung, so ein Kratzen im Hals. Zur Information für künftige Leser. Ich bin Dr. Diana Mormont, Co-Leiterin des Forschungsabteilungs in der Einrichtung Haus am See. Die jüngst gefundene Seite verfasst mein Leben mit Jules Mormont zusammen, meinem Ehemann und Mitforscher. Der hat uns zu Charakteren in eine Geschichte gemacht und voller Verallgemeinerungen und Annahmen, die ich versuchen muss, ohne Emotionen oder Vorurteile zu untersuchen. Die Genauigkeit des Textes ist faszinierend. Es dokumentiert unsere Vergangenheit in der Behörde, aber auch Einzelheiten über unsere Gedanken, über ein Außenstehender keine Kenntnis haben dürfte. Jules und ich haben im vergangenen Jahr tatsächlich immer größere persönliche Probleme entwickelt. Das wirft viele Fragen auf. Woher hat Wake, von wo auch immer er dies schreibt, diese Informationen? Oder hat diese Seite selbst diese Emotionen und Ereignisse bestimmt? Ich kann nicht glauben, dass Wakes Fähigkeit so ausgeprägt ist, dass sie meine gesamte Karriere am FBC vorgeschrieben hat. Doch selbst wenn, wäre das von Bedeutung? Selbst wenn eine Person weiß, dass ihr gesamtes Leben von einer externen Macht geschrieben wurde, würde das ihre Natur, ihr Verhalten, ihre Persönlichkeit verändern? Meine Konflikte mit Jules rühren nicht von einem persönlichen Persönlichkeitswandel, sondern vielmehr einer wachsenden Abneigung. Ich glaube fest daran, obwohl ich keine Möglichkeit habe, dies zu beweisen, dass mich wiederum zu einer neuen Forschungsfrage für das Team führt. Mit welcher Methodik können wir nachweisen, dass wir selbst es sind, die unsere Handlung, Gedanken, Liebe oder Feindseligkeit kontrollieren? Das ist eine sehr interessante Frage bezüglich der Macht der Seiten, die aus Alan Wakes Manuskript stammen. Hier haben wir noch eine Audiodatei, hören wir nochmal rein. 2018. Notizen zu Dr. Emil Hartmann, Gründer der Cauldron Lake Lodge, wo er Künstler manipulierte, um die Kontrolle über die Macht des Schattens zu erlangen. Ich habe mir seine Notizen angesehen, die nach seiner Verhaftung im Jahr 2010 vom Bureau konfisziert worden waren. Hartmanns Arbeit war im Großen und Ganzen schlampig. Er hatte komplett auf angemessene wissenschaftliche Methoden verzichtet. Aber er war mutig genug, etwas zu versuchen, was wir noch nicht versucht haben. Unsere prozeduralen Schreibmaschinen sind vielversprechend. Doch wir könnten die Effekte der Schwelle des Cauldron Lake viel besser verstehen, wenn wir echte Künstler in Aktion sehen würden. Dank Hartmann haben wir sogar eine Liste mit Kandidaten. Der nächste Schritt besteht darin, Dr. Darling zu bitten, einige von ihnen zur Analyse ins Haus am See zu bringen. Okay, ich glaube, das war's. Gut, dann haben wir das auch erhalten an Informationen, aber ansonsten ist hier in diesem Raum nichts weiter zu finden. Dann gehen wir mal wieder raus.
Okay, krass. Die Maschinen tippen fleißig irgendwie die Seiten, damit die quasi imitiert werden. Das hier bedeutet wahrscheinlich nichts Gutes. Aber hier scheint etwas zu sein. Vielleicht die Schlüsselkarte Nummer 2, hoffentlich. Ach. Oh, scheiße. Mist. Ja, großer Mist. Mehr Feuerkraft ist immer willkommen. Und wir haben auf einmal mehr Platz bekommen im Inventar. Klassisch. Eine Schrotflinte. Cool. Ich würde trotzdem die Pistole erstmal vorziehen. Weil Pistolenmunition haben wir noch. Einige, sag ich mal. Zurück, wo ich angefangen habe. Schrotflintenmunition ist rar. Räumliche Rekursion. Weist meist auf das Gesetz der drei hin. Geh durch die räumliche Rekursion. Okay, das heißt. Muss hier nochmal durch, oder was? Dieser künstliche Übergang. Halte auf sich selbst zurück. Verdichtete. Wenn wir gerade hier sind, speichere ich nochmal. Ursache und Wirkung hoffnungslos verwoben. Verdammt! Der Schatten ist hier. Zum Glück habe ich eine Taschenlampe. Ich bin tot. Okay, ich wollte jetzt zwischen diesem Kampf nicht unbedingt dazwischen reden, weil ich mich hart konzentrieren musste. Aber die Gegner halten voll viel aus. Was ist denn da los? Aber ich habe noch eine Blankgranate. Ich glaube, die ist perfekt für diesen Einsatz geeignet. Künstliche Übergang. Halte auf sich selbst zurück. Die 4. Verdammt. Schatten ist hier. Das war knapp. Was ist der andere hin? Fest. Ah, oh Gott. Hä, der war doch immer noch da. Aber ich sehe nicht. Da ist er.
Bastard. Es ist super schwer gerade. Es gibt's alles nicht. Was zum Fake? Ich muss hier weg. Tot, ey, schon wieder. Jetzt gibt's nicht. Alter, was zum Fick ist hier los? Ich habe halt nix. Gar nichts. Okay, last try, dann mach ich's offscreen. Ey, dieser Kampf ist so beschissen räudig. Was halten die denn aus? Warum ist das so schwer? Warum hat die Blendgranate überhaupt nichts gebracht? Ich hatte näher. So. Der Kerl. Du gehst mir richtig hart auf die Eier. Geht doch. War nicht noch irgendwo eine Kiste? Keine Munition, hervorragend. Das liebe ich hier. So, jetzt kann ich rein theoretisch da durch. Aber hier gab's irgendwo noch eine Kiste mit Ressourcen. Ich weiß gerade nur nicht, wo sie ist. Wo ist die Kiste? Hat aber ein Tempo drauf, ne? Na, es ist auch Wumpe. Ist egal. Ich mach mich jetzt erstmal vom Acker. Wir gehen, dann können wir gerne bleiben und versauern. Kein Bock mehr. Ja, wenn jetzt hier noch Gegner auftauchen, dann war's das für mich. Weil ich habe überhaupt keine Chance gegen die. Was ist das hier für ein Loop? Wie komme ich hier raus? Das ist halt echt richtig frech. Bin ich denn gerade? Nimm mal Fragezeichen. Kaffee, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Aber das habe ich doch schon untersucht. Rudolf Lane trat von der Leinwand zurück. Diana und Jude. Das habe ich ja untersucht. Oder ist hier irgendwas Neues? Oder hat sich hier irgendwas verändert? Aber es sieht noch gleich aus. Also ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass hier irgendwas anders ist. Wüsste ich jetzt nicht. Batterien erstmal nachfüllen. Da liegt was. Ach nee, ist die Tür. Schleife 3. Das sollte die letzte sein. Ich komm immer. Meinst du? Ich habe so meine Befürchtung, ganz ehrlich. Edition. 30 Schuss. Nice. Jetzt habe ich jetzt wieder was, um mich zu verteidigen. Okay. Mal speichern und weiter geht's. Ich würde es gerne noch in dieser Folge schaffen, irgendwie eine Schlüsselkarte zu bekommen oder sonst irgendwas, was uns hier weiterbringt. So, was kommt jetzt?
Ich weiß es nicht und es gefällt mir nicht. Was zum Henker? Die Tür. Was? Ach komm schon. Echt jetzt? Das gibt's nicht. Ah, versperrt. Vielleicht gibt es einen anderen Weg hinein. Es könnte sein, aber wo? Was ist hier alles so verzerrt? Das ist dein Loop, in dem ich hier nicht rauskomme, oder? Ja. Wenn ich in die Dunkelheit laufe, komme ich halt nicht weiter, dann lande ich immer wieder hier. Warum drücke ich denn auf E? F. Hier geht's rein. Kontrollierbare, sich verändernde Phänomene. Ja, hier ist Schlüsselkarte 1 gefragt, die habe ich. Nice. Gibt's hier noch ein bisschen Ressourcen? Aha, okay. Hier kann ich wieder den Generator mitnehmen, ne? Interessant. Wahrscheinlich muss ich den jetzt mitnehmen. Hier rüber. Ja, das ist richtig. Hier muss ich ihn abstellen. Gut. Das hat geklappt. Jetzt kann ich hier noch rein. Da ist ja noch einer. Ich hätte den gar nicht rüberschleppen müssen. Oh. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Anscheinend. Kann ich jetzt hier raus? Nee. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht war das auch komplett sinnlos gerade. Ich wusste ja nicht, dass da hinten noch einer ist. Ich habe mir so gedacht, ja okay, ich nehme den hier mit. Warum nicht? Der passt ja drüben auf den Generator, aber ja, brauche ich nicht. Ey, das... Okay, ja genau, die Veränderung des Raumes, dass ich hier durch kann, hat dafür jetzt gesorgt, dass ich den Generator jetzt hier aktivieren konnte. Jetzt muss ich wahrscheinlich den Strom wiederherstellen. Und dann geht's weiter. Bin mir halt noch nicht ganz sicher, was das gebracht hat. Okay, das... Ja. Gut. Die Frage ist, was nun? Muss ich zurück? Kann ja auf jeden Fall nicht sehen, dass hier noch irgendwas ist. Warte mal, war hier noch was? Nee. Ein Apfel. Sehr mysteriös. Was hast du bedeuten? Was ist hier los? Oh yeah. Schrotmunition ist es, glaube ich. Tja, ich bin überfragt, muss ich zugeben. Was zum Teufel? Ah, der Gang. Komm ich jetzt? Ah, hier. Da ist noch ein... Jetzt. Du wieder. Kenn ich doch.
du schon wieder. Ja, ja, genau. Weißt, wer sie sind? Über Alan Wake. Über Alan Wake. Die Texte von Alan Wake werden hier untersucht. Weißt du etwas über ihn? Namen spielen keine Rolle. Tausende Folgen. Es heißt, Kommunikation wäre der Schlüssel zu jeder Beziehung. Du und ich müssen noch daran arbeiten. Was ist dir zugestoßen? Haben die Leute hier dir das angetan? Mormons! Verschleierte Gedanken! Du hast Mormons gesagt. Waren sie das? Wo sind sie jetzt? Kummer! Hass! Sag mir, wo sie sind! Ein Mann mit weißem Mantel! Oh Gott. Mons fixiert. Was haben sie getan? Ja, ich wollte es nämlich gerade fragen. Was haben die Mons getan, dass das Wesen so sauer ist? Okay. Ich hätte gesagt, wir gehen nochmal eine Ebene tiefer. Zugang verwehrt. Was? Diese Schlüsselkarte wird nicht ausreichen. Zugang verwehrt. Tja, was jetzt? Level. Kommen wir nochmal weiter hoch. Eine Schwelle ist die Verbindung zwischen einer fremden Realität und unserer eigenen. Sie alle haben ihre eigenen Regeln, so seltsam sie auch sein mögen. Doch je weiter ich nach unten ging, desto chaotischer wurde es. Das lag eindeutig an der Schwelle beim Cauldron Lake. Aber etwas stimmte nicht. Nun, noch weniger als sonst. Ja, ist wie ein Sonntagsspaziergang. Geschoss 2. Großräumiger Lockdown. Bitte bewahren Sie Ruhe. Großräumiger Lockdown. Bitte bewahren Sie Ruhe. Da ist jemand. Finde einen Weg, die Schlüsselkarte oder was? Was war noch? Ich gebe den Lockdown auf. Okay, mach ich. Okay, hier wimmelt es von Gegnern. Das ist nicht gut. Ja, es ist alles versperrt und wenn ich den Lockdown aufhebe, gehen die ganzen Türen auf und die ganzen Gegner kommen raus. Das wird ein richtiger Spaß. Dann gucke ich mich erstmal hier um, wo ich rein kann. Stufe 3. Da komme ich nicht ohne weiteres rein. Obst. Und Wasser. Ah, warte mal, hier ist was. Ah, eine Leuchtfackel. Sehr gut. Das ist leer. Hier in der Mitte des Raumes sehe ich nichts. Eine Leiche. Da ist was. Ein paar Ressourcen werden halt echt super. Ja, yeah, ja. Yeah. Na gut. Kann ich hier rein? Nee. Was ist hier wohl passiert? Scheiße. Irgendetwas ist hier raus. Oder sieht nicht mal aus, als ob die Wand zerstört wurde. Sie ist einfach weg. Als ob sie einfach entfernt wurde. Vielleicht gibt der Text uns Aufschluss. Daten redigiert. Projekt Ramunus. Bericht zum Zustand der Testperson. AW redigiert. Hintergrundinformation. Wood of Flame, Subjekt P, zeigt über die letzten paar Monate einen Abfall von redigiert. Ursprünglich zeigte sich dieser redigiert in einem verstärkten Widerstand, sodass er sich immer wieder weigerte zu arbeiten. Mit genug Zeit und Druck kann die Testperson jedoch stets einlenken. Eingelenkt. Die Einstellung der Testperson zur Kunst hat sich ebenfalls stark verändert. Er interessiert sich nicht für seine Arbeit, wird schnell frustriert und beschädigt oder zerstört manchmal sogar sein Werk vor dessen Vollendung. In den vergangenen Monaten wurden seine Arbeit abstrakter und zeigen nun keine lebensechten Subjects oder Landschaften mehr, sondern konzeptionelle Kunst, die viel schwerer zu definieren oder zu kategorisieren ist.
Ob sein persönliches Interesse an der Abstrakten eine Form der Rebellion war, eine Konsequenz zunehmenden redigiert oder einem oder echtem künstlerischen Interesse geschuldet ist, ist unbekannt. Aktuelle Situation. Seit gestern weigert sich die Testperson, ein Werk in die Hand zu nehmen. Er gibt an, dass er nicht mehr malen wird und nun gehen will. Die Weigerung der Testperson hat die gesamte Forschung zum Stillstand gebracht. Das Team kann zwar weitere Untersuchungen mit den vorhandenen Bildern anstellen, erwartet jedoch nicht, noch viele neue Informationen dadurch erhalten zu können. Die Testperson muss weiter malen, wenn unsere Arbeit weitergehen soll, obwohl das Team besorgt ist, dass die Ausübung von Zwang oder Gewalt in seiner Haltung nur verstärken könnte. Ordentliche Maßnahmen. Dr. Jules Marmont, Co-Leiter der Forschungsabteilung, hat vorgeschlagen, dass die Testperson eine hohe Dosis redigiert ins Essen gemischt wird, um seinen redigiert zu heilen. Wenn sich die Einstellung der Testperson also nicht verbessert, werden niedrige Dosen redigiert verabreicht werden, um seine Mitarbeit zu fördern. Ich kann nichts mehr malen. Ich weiß, dass ich malen soll, aber ich kann es nicht. Ich bin leer. Rudolf, nein. Sie lieben es zu malen. Und Sie sind so talentiert. Das ist nur eine gewöhnliche Künstlerkrise. Nein. Nein, ich hasse es. Es raubt mir meine Kraft. Wann darf ich gehen? Sie sagten, Sie würden mich gehen lassen. Ach, Rudolf, aber Sie haben sich doch freiwillig gemeldet. Wissen Sie das nicht mehr? Wir helfen Ihnen, wie es Dr. Hartman getan hat. Möchten Sie vielleicht dem Arzt einen Besuch abstatten? Das kann ich arrangieren. Nein, nein, das ist... Ich fühle mich schon besser, viel besser. Ich will malen. Ah, es ist wunderbar, das zu hören, Rudolf. Ich wusste, dass Sie wieder zu Ihrem alten Ich zurückfinden würden. Alles klar, Bruder. Wie sie ihn einfach bedroht haben. Da ist noch was. Jules Marmont sah sich das Gemälde an. Er verstand es nicht. Sah nur zufällige Farbwirbel. Durch die Drogen war Lane zwar gefügiger geworden, seine Arbeit glitt jedoch ins Abstrakte ab. Jules brauchte mehr Kunst zum Analysieren, zum Testen, Trial and Error. Diese abstrakten Farbexplosionen machten die Daten komplizierter. Er umklammerte den Brieföffner fester. Das Kunstwerk, das er benötigte, verbarg sich tief im Innern von Lane. Wenn Jules den Maler einfach aufschneiden und das Gemälde aus ihm herausziehen könnte, würde er es tun. Die Lichter flackerten. Jules würde Lane dazu bringen, zu kooperieren. Keine Drogen mehr, weniger Zuckerbrot, mehr Peitsche. Jules musste sich beeilen. Er würde nicht gegen Diana verlieren. Nichts anderes spielte eine Rolle. Das Gesprochene wich ein bisschen vom Text ab. Weniger Karotte, mehr Stock. Also, ja, Zuckerbrot und Peitsche halten, hat er gesagt. Das versteht man halt auch eher, glaube ich, im Deutschen. Aber hier steht dann, Jules musste sich... weniger Karotte, mehr Stock. Das klingt irgendwie komisch. Weniger Karotte, mehr Stock. Ist hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Auf der anderen Seite. Und da mal nach. Da ist noch ein PC. September 2023. Erste Bewertung. Antwort. Bookers Texte. Das erste Werk der Testperson ist äußerst enttäuschend. Es hat nicht im geringsten etwas mit den Wakeside gemeinsam, die wir als Referenz anboten. Warum ist er so fixiert auf meine Ehe? Warum ist Jules der Protagonist? Warum spielt die Handlung an einer tatsächlichen Hütte am See? Und was passiert am Ende? Was zum Teufel ist am Himmel? Hat jemand Rooker über das Konzept informiert, über das er da schreiben soll? Das Haus am See? Der Schatten? Er muss Wakes Stil perfekt kopieren. Er wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren, wenn er nicht versteht, was er schreiben soll. Wir müssen das in Ordnung bringen. Wir müssen jetzt Fortschritte machen. Und warum nimmt er die Sache nicht ernst? Als ich mit ihm sprach, hielt er mich für eine Schauspielerin. Ich muss ihm begreiflich machen, wie ernst wir es meinen, um jeden Preis. Seite ARB EB 001. Auftrag, Fortsetzung der Geschichte von Seite
AW-002 Ausdruck, Stil und Inhalt von AW-002 dabei so genau wie möglich treffen. Der Riss war emotionaler Natur, ein Strich direkt durch ihre Ehe, ihre Grundfeste, ihr Haus am See. Diese Gedanken und weitere gingen Jules im Kopf herum, als er aus dem Fenster der Hütte am Haus am See starrte. Die Sonne ging nach einem stürmischen Tag unter. Regenschwere Wolken hingen tief. Schicksalsschwer. Diana saß in ihrem Lieblingsstuhl und starrte auf die kräuselnde Oberfläche des Sees. Er sah zu, wie der Wind sich in ihrem hellbraunen Haar verfing. Als ob sie einen Blick auf sich spürte, wandte sie sich zu ihm um. Jules sah weg, nervös, dann wütend auf sich selbst, dass sie so eine Wirkung auf ihn erzielen konnte. Er nahm die Rotweinflasche und goss sich einen großzügigen Schluck ein. Und er goss weiter, einen Gedanken nachsinnend. Wie sind wir hierher gekommen? Sie waren im Labor, führten ein Experiment durch. Dann waren sie hier. Warum? Er erinnerte sich daran, darüber nachgedacht zu haben, dass eine Pause vom Labor ihnen die Möglichkeit geben würde, sich wiederzufinden, den Riss zu heilen. Aber er konnte sich nicht daran erinnern, je gegangen zu sein. Wein ergoss sich über den Rand seiner Tasse, doch er bemerkte es gar nicht. Er stellte die Flasche ab, suchte den See ab. Ein schwacher Schein hing am anderen Ende des Sees in der Luft, als würde Licht sich auf das Glas spiegeln. Etwas, das man nur sah, wenn man danach suchte. Er hatte das Gefühl, so etwas schon einmal gesehen zu haben. Aber wo? Jules! Dianas Schrei riss Jules zurück in die Gegenwart. Sie starrte entsetzt in den Himmel. Ein dunkler Schatten kroch über die Terrasse. Jules ran zur Tür zu seiner Frau. Okay. Hier ist noch was. Ah, schon wieder Passwort. Endlich! Jemand, der kein Gemälde ist. Ach was, den kennen wir doch aus dem Hauptspiel. Hey, hallo, wer sind Sie? Tut mir leid, bin im Flow. Können wir das später machen? Nein, können wir nicht. Ich bin Agent Kieran Esteves. Ich arbeite für die Regierung und will Ihren Namen wissen. Ich bin Ed Booker, der Bühnenautor. Und ich mache mich mit allem vertraut, also könntet ihr Typen mit dem Klopfen und Schreien aufhören? Das lenkt mich ab. Ah, Spooker, von dem wir ja gelesen haben. Ah, so hieß er auch. Ja. Wir haben auch im Hauptspiel getroffen mit seiner Schwester zusammen. Was glauben Sie, wo Sie sind? Was machen Sie hier? Was glauben Sie, wo Sie gerade sind? Bei einem immersiven Schreibworkshop. Nun, die schlechte Nachricht, das ist kein Schreibworkshop. Die gute, das ist kein Schreibworkshop. Genau. Das ist eine Regierungseinrichtung, die die Macht der Kreativität untersucht. Das ergibt viel mehr Sinn. Was genau tun Sie? Was schreiben Sie? Nun, seit Sie mich im Wald entführt haben, arbeite ich an dem Manuskript, das Sie mir gegeben haben. Weil Sie es für eine Art Experiment brauchen? Ich habe die Prämisse vergessen. Aber ich hatte in letzter Zeit diese Blockaden und das Füllen der Lücken dieser Geschichte hat mir wirklich weitergeholfen. Das Kopieren des Stils ist eine nette Einschränkung, aber ich habe dennoch viel Freiraum. Das ist eine gute kreative Übung. Sehen Sie sich um. Wie könnte das ein Workshop sein? Sie müssen in Ihrer Rolle bleiben. Das verstehe ich. Ich bin auch im Theatergeschäft. Und ja, die Sets, die Kostüme, alles sieht auf eine 70er Sci-Fi-Art großartig aus. Aber Sie könnten das Rollenspiel um 15-20% zurückschrauben. Nur als professionellen Rat. Sir, ob Sie es wissen oder nicht, es gibt hier ein Problem. Sie müssen in Ihrer Zelle bleiben, bis ich es gelöst habe, okay? Aha, ich verstehe. Hey, mir hat schon eine Weile niemand mehr Essen gebracht. Ich könnte Dinner vertragen, wenn Sie Zeit haben. Oh, und kann ich mein Handy wieder haben? Ich möchte meine Frau anrufen. Ich weiß nicht, wie Tammy sie gefunden hat, aber das ist der Hammer. 5 Sterne. Ja, ich kümmere mich gleich darum. Nichts leichter als das. Okay, aber wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber ich wollte das Gespräch noch gerne mitnehmen. Dann machen wir das nächste Mal weiter hier im zweiten Untergeschoss. Das Haus am See, am Cauldron Lake. Und dann werden wir noch weiter hier
die ganzen Anomalien untersuchen, die sich hier ereignen und herauszufinden, was genau mit Dr. Mamond und Dr. Mamond passiert ist und wie wir das Ganze hier lösen können. Falls ihr mögt, schaut doch nochmal gerne ins Hauptspiel rein, falls ihr das nicht gesehen habt. Und falls ihr auch noch zusätzlich mögt, den ersten DLC Nightwings, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung, in der Playlist. Und wenn ihr mögt, abonniert den Kanal gerne mehr für Alan Wake oder Horror-Content. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Alan Wake 2. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.